Willkommen zurück jetzt zur FIFA 16 Karriere und heute spielen wir das Spiel, das Halbfinale gegen AC Ajaccio oder Ajaccio, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aber auf jeden Fall werden wir gegen sie spielen. Ja, wieder in unserem gelben Trikot. Und ich glaube, diese Aufstellung sieht doch sogar ganz gut aus. Ja, obwohl ich... Ne, ich nehme FIFA 4-4-2. Und lass es auch so. Und stell Löwe wieder ins Tor. Genau. Hackenberg lasse ich auch mal wieder spielen. Warum bei Hammern die Form runtergeht, weiß ich auch nicht. Und Winter auf der rechten Seite. Und Schaub. Schaub ist ein neuer Nachwuchsspieler, den wir haben. Den lasse ich jetzt mal von Anfang an spielen für Szewczyk. Und los geht's. Gegen AC Ajaccio. Oh, scheiße. Ich glaube, ich spiele wieder 5 Minuten. Ich muss mal in den normalen Einstellungen die Halbzeitlänge ändern. Habe ich jetzt leider vergessen, tut mir leid. Aber dafür haben wir dann nachher wieder mehr Zeit für jegliche Transfers oder ähnliches. So. Schauen wir mal, wie diese Mannschaft spielt. Im letzten Spiel haben wir ja souverän, aber wirklich souverän, mit 2:0 gewonnen. Am Ende sind sie zwar ein bisschen zurückgekommen, aber wir haben es dann doch über die Runden gebracht. Wir waren sehr überlegen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir sind eher so eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit gut spielt und dann in der zweiten halt schauen muss, wie es über die Runden kommt. Schöner Pass auf Müller. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der so gut da durchkommt. Aber, ja, toll. Erste gute Aktion hier in diesem Spiel von Václav Černý, der bisher in der Saisonvorbereitung eine sehr gute Form macht, meiner Meinung nach. Also finde ich gut, dass wir den verpflichtet haben. Ein paar von euch hatten ja Bedenken bezüglich Černý, weil er immer relativ gut war, aber dann nie wirklich was gezeigt hat. Aber ich glaube, jetzt, wo er dann wirklich fest verpflichtet wurde, ist er, glaube ich, auch dazu bereit, ein bisschen mehr zu riskieren und noch ein bisschen bessere Aktionen zu zeigen. Also das, was er bisher gezeigt hat, gefällt mir wirklich sehr gut. Versuchen wir mal, Černý da oben zu schicken. Ach, schade. Abseits, da in der Mitte wäre jemand perfekt frei gewesen. Och, Černý. Oh, das wäre die Chance gewesen. Den Ball hättest du es dann doch mitnehmen müssen. Das war jetzt wieder so eine Aktion, das war wieder... Ah, da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Aber gut. Oh, der kam dann ans Tor. Nö, hat ihn sicher. Na, Pires geht da schön vorbei. Und Wiedemann. Legt zurück, da ist Schaub! Die nächste Aktion für Aachen. Die erste Aktion für den Nachwuchsspieler Schaub, Marco Schaub heißt er, glaube ich, der im zentraloffensiven Mittelfeld spielt, haut den Ball dann doch leider über das Tor. Schade. Foul für wen oder gegen wen? Ja, na, natürlich habe ich gefoult. Wieso frage ich eigentlich? Oh, gefährlich. Und da ist es 1:0 für Ajaccio. Der kam da sehr leicht durch. Da hat die Verteidigung gepennt. Ich glaube sogar das erste Mal, dass wir bei diesem Turnier hier in Rückstand... in Rückstand liegen? Ja, ich glaube schon richtig, in Rückstand. Oder also zurückliegen, meine Fresse. Mal gucken, ob wir die Sache gelöst bekommen. Ich meine, bisher hatten wir ja die einzigen Chancen, auch die besseren. Haben aber nicht wirklich was draus gemacht. So, schön da Schaub gesehen. Aber ich konnte den Namen gerade nicht lesen. Auf jeden Fall hat er geklärt. Schöne Flanke, sehr schöne Flanke, Wiedemann! Klasse Parade von Skipper, beziehungsweise er bleibt einfach stehen. Aber die Flanke war sehr schön, die Flanke war herrlich. Černý, schön in die Mitte, Herr Hackenberg. Der Ball springt in die falsche Richtung, Wiedemann. Der Schuss war schwach. Aber Aachen drückt. Aachen will das Tor, will das 1:1, will den Ausgleich. Oh, Černý verliert den Ball, ich hätte weiterlaufen müssen, scheiße. Was hat das für eine Aktion? Was macht der Verteidiger da oben? Wer war das? Was war das für eine Aktion? Die war grottig. So, aber schön von Ritzi. Sieht da Wiedemann laufen?
Ach. Verliert er den Ball. Ob Perez mit den Flanken versucht. Ich muss aufhören, Flanken zu spielen. Ich komme mit Flanken, beziehungsweise meine Spieler kommen mit Flanken irgendwie nicht klar. Och, Perez. Sag mal. Das war nix. Schön. Die Fehlpässe schon wieder. Was ist bei diesem Spieler eigentlich groß anders als beim letzten von der Aufstellung her? Bis auf Schaub im Mittelfeld. Und daran kann es ja wohl nicht liegen. Mann! Als ob der da so einfach zwei Spieler aus dem Rund schaut, bleibt stehen! Du kannst ihm gern hinterherrennen und was machen, wenn er den Ball hat, ja? Heieieiei. Oh, Gottes Willen. So, ist Czerny in der Mitte. Was läuft Czerny? Das kann nicht sein, dass der den hält. Oh, der gegnerische Torwart hält wieder alle Bälle. Ich sehe schon wieder kommen. Da wird keiner reingehen, weil der gegnerische Torwart alles hält. Schade. Kann man einen Verteidiger? Habe ich nicht gesehen. Okay, krass. Ah, ne, der war zu nah. Der Eckball war schlecht, das gebe ich zu. Halbzeit. 1:0 für den Gegner. Und wir waren wieder die bessere Mannschaft. Wir haben aber mal wieder nichts draus gemacht. So wie eigentlich immer. Czerny hat wenig Ausdauer. Ich lass mal noch ein bisschen weiterspielen. Aber lange kann er nicht mehr. Ah, Czerny hat auch gut angefangen im Spiel. Aber die letzten Aktionen hier waren es dann doch nicht so grandios. So, schöner Pass hier auf Zieber. Ach, ey, wo läuft der hin? Der läuft am Ball. Der läuft hinter den Gegner, der den Ball hat. Wieso? Müller. Probiert's mal. Müller! Warum nicht? Warum nicht? Ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. So, Czerny. Schön auf Czerny. Was war das für ein Schuss? Und es war eigentlich ein Elfmeter für mich, weil er ihn von hinten in die Beine rein. Warte, eine Wiederholung. Das ist ein glasklarer Elfmeter, weil er ihn sowas von den Beinen wegholt. Aber naja. Eieieiei. Und der Schuss von Czerny war ja auch. Sagen wir mal eher schlecht. Nimm ihn mit! Perez! Ah, schon wieder Verteidiger dazwischen. Wieso denn so Rizzi, der im Abseits steht? Wieso denn nach links vorne, wenn ich nach unten drücke? Da stand doch jemand frei in der Mitte. Also, wieso können wir nicht mal zwei oder drei Spiele hintereinander haben, die normal laufen, wo die Spieler auch das machen, was ich will, so wie im letzten Spiel. Das letzte Spiel war perfekt. Das hat gut funktioniert. Ach doch. Kein Stürmer mitgenommen. Schaub gefällt mir noch nicht sonderlich gut.
So. Und ich werde auch mal einen Torwart auswechseln. Lachodimos. So, jetzt nach vorne. Ist auch sehr offensiv geschaltet. Und auf Konter. Ach komm, wie einfach, dass ich den Ball ab... Wenn er dir so einfach den Ball abnimmt, dann kannst du das bei ihm genauso einfach. Probier's wenigstens. Und steh nicht einfach rum und schubst ihn mal kurz und hoff, dass er den Ball liegen lässt. Das wird er nämlich nicht machen. Wieso springt er, wenn der Ball gerade in der Luft ist? Wieso springt er 5 Sekunden zu früh? Ei, meine Erde. Wo sollte der hin? Sieber, wo sollte der hin? Weißt du, ein Löwen da oben oder wer auch immer das ist. Keine Ahnung, ich habe gerade nicht auf den Namen geschaut. Er läuft zum Ball hin, sieht, dass der Gegner dran kommt und bleibt dann stehen. Ja, ne, krieg ich sowieso nicht. Ich bin zu fett dafür. So. Natürlich. Er erobert den Ball, aber natürlich spielt er nicht zum eigenen Spieler. Er setzt nicht nach. Er lässt den Ball dann einfach zum Gegner rollen und sagt, ja, hier, nimm ihn. Ey, geht doch drauf! Ihr seid zu zweit gegen einen, der in der Ecke steht. Ball gespielt, war der durch die Beine durch, schön den Ball gespielt, ist klar.